Und wobei das, wobei die UI, da könnte ich jetzt natürlich das UI-Design noch mal ein bisschen hervorheben und dann mal schauen, wie das jetzt wird. So, zack. Da wird das Spiel auch schon entwickelt. Ich kann hier noch mal gucken. Eine Projekthistorie, die Hysterie, genau. Nochmal ein Action-Beat'em-up-Spiel. Du bekommst nur ein paar Hinweise für die korrekten Inhaltseinstellungen. So, was habe ich gesagt? Das ist natürlich ein Fun-Spiel. Das ist ein Fun-Spiel. Da passt das natürlich alles hier nicht so richtig. Nehme ich mal Comic. Nehme ich da mal Comic. Obwohl, nee, Zeitreisen, genau. Die kommen aus den. Ach, verdammt, Zeitreisen habe ich hier nicht. Naja, gut. Naja, gut, dann nicht. Dann Comic. Also, Übersetzung übernimmt der. Was sagt der Produzent? Ah, das kann ich nicht machen. Das ist so ein Spiel, da kann ich die hohe Grafik und vulgäre Sprache gibt es da auch nicht so direkt. Ah, wäre aber vielleicht ganz gut, ne? Nee, nee, nee. Bedenke ich noch, dass es ein Nintendo ist, da passt das nicht so richtig rein. Dann kann man ja ein bisschen auch wieder für die Story Geld an die Hand nehmen. Zack, 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 zack. So. Und dann schauen wir mal wieder. Es wird wieder fleißig entwickelt, fleißig produziert. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ob ich natürlich noch rechtzeitig Network Communications. Oh, interessant. Was denn da alles jetzt? Was ist denn das für eine Forschung, frage ich mich. Die da existiert. So. Nee. Was wollte ich hier gucken? Hier kann ich meinen Staff. Oh, hier habe ich einen schnellen Klick auf meinen Staff. Das finde ich gut. Was habe ich hier? Auf das letzte Spiel. Hier habe ich meine Game-Hysterie. Die Game-Hysterie, genau. Konkurrenzfirmen. Schön, was die alles haben. Da sehen wir hier, ne, die anderen Spiele, die es so gibt, die anderen Firmen. Wir sitzen hier in Kanada. Und da sind die ganzen. Ach du grüne Neune. Ich habe erst Hitlers gelesen. Ach du. Ein Firmenwert von 15 Millionen und ich krebs noch unter einer Million herum. Na toll, danke. Ach du. Ich sehe es kommen. Ich werde noch aufgekauft von irgendwem oder so. Ich gehe noch pleite. Wenn es so weitergeht, gehe ich hier noch pleite wahrscheinlich. So, Market Share. Okay. Naja, gut. Naja, gut. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wann ist das? Im November soll es fertig werden. Oder wie jetzt? Ja, ne? Scheint so. Lukas Fartz. Das finde ich sehr schön. Oh, jetzt gibt es einen Trend für RPG-Spiele. Oh, ihr könnt mich doch mal. So, Sekunde, kann ich denn irgendwie. Soll das hier schneller sein? Ja, das ist irgendwie höherer Speed. So, was hatte ich gesagt? Was ist das für ein Spiel? Das ist Nintendo All-Stars. Das ist natürlich ein witziger Prügler. Da brauche ich doch hier irgendwie comicartige Optik. Gibt es denn hier irgendwas Schönes, was so in dieser Schiene rein. Ach, wie gesagt, also die Symbole, na, nicht schön gewählt. Für mich nicht unbedingt schön gewählt. Oh, nehme ich das hier mal, das gefällt mir. Dann nehme ich als Verpackung hier das. Und. So. Ja, das nehme ich mal. Das ist schön, das kann ich so nehmen. So, und dann muss ich gleich mal aufpassen, dass ich die Zeit wieder ein bisschen auf normal drehe. Dass das nicht in so Hyperspeed abläuft. Oh, no loading screens gibt es jetzt. So, ich mag das Gameplay. Die Engine könnte besser sein. Die Grafik braucht einen neuen Look. Du schon wieder mit der Grafik. Der Sound fühlt sich flach an. Die AI ist strohdumm. Naja, gut, dann machen wir mal die AI. Grafik, Engine. Das ist der Sound, das ist die AI. Ist das die Engine? Das ist nicht die Grafik. Ich glaube, ich setze einen Fokus mal auf die AI. So, zack.
Und dann drehe ich hier mal wieder auf einen etwas normaleren Speed runter. Ah, jetzt hauen die natürlich die RPG-Spiele raus, Schweinerei. Ernsthaft, wer findet Queen's Quest lustig? Laufen, Gegenstand benutzen, sterben. Neustart laufen, anderen Gegenstand benutzen, sterben. Neustart nicht laufen, sterben. Neustart komisch. Queen's Quest? Ist das eine Einspielung auf King's Quest, welches ja inzwischen auch wieder reanimiert ist, glaube ich? Du hast den Vertrag mit deinem Publisher gebrochen. Du hast die vereinbarte Zeit nicht eingehalten. Deshalb musst du jetzt zur Strafe 25% der Summe zahlen. Ach, verdammt. Es war so knapp. Es war so knapp. Hätte ich mal nicht noch diese extra Arbeit reingesteckt. Ach, verdammt. Ich muss wirklich mal ein bisschen aufpassen, welchen Zeitrahmen ich habe. Ja, man übersieht Kleinigkeiten hier ganz schnell in dem Spiel. Man übersieht ganz, ganz schnell Kleinigkeiten in diesem Spiel. So. Du hast eine Wertung bekommen für Nintendo All-Stars. So. Oh, das sieht doch. Wow. Was? Immer noch langweilige Umgebung? Du kannst mich mal. Wow. 84%. Innovatives Kampfsystem bereichert um Tiefe und Komplexität. Innenräume sehen ebenso wundervoll aus wie die Außenwelt. Tolle Kampfgeräusche, großartige Kampfengine, atmosphärische Karten reich an Möglichkeiten, exzellent künstliche Umgebung und Feindesinteraktionen. Exzellentes Interface macht es einfach, jeden Aspekt des Games im Auge zu behalten wahrscheinlich. Exzellente Atmosphäre macht es einem leicht in die Handlung und die Charaktere, was auch immer. So, Global Game Rating Association. Die Global Game Rating Association hat dein Spiel bewertet. Dein Spiel ist jetzt für den Weltmarkt zugelassen mit folgenden Einschränkungen. So, Consumer Electronics Show. Die Consumer Electronics Show wird bald stattfinden. Willst du an dieser... Oh, das ist ja noch eine Messe. Jetzt gibt es auch noch zwei Messen schon. So, da versuche ich dann natürlich weiterhin Fans zu gewinnen. So. Oh. Ich krieg kein Geld für das Spiel, weil ich die... Verdammt. Ich werde jetzt nicht dafür bezahlen... Oh, meine Fans steigen jetzt unermesslich hier gerade. Ich werde aber nicht dafür bezahlt. Ah, verdammt. Verdammt. So, Genre. Ich habe ein RPG bis jetzt einmal gemacht. Das hatte eine 55% Wertung, ne? Night Creatures. Ich denke mal, ich kann aus den Fehlern gelernt haben und könnte vielleicht sicherlich die wichtigen Aspekte... Ich würde, wie gesagt, dann jetzt ein Rollenspiel. Nintendo All-Stars ist das Spiel des Monats November 1989. Und wie gesagt, hätte ich mit der Zeit es mal nur nicht... Ach, es war so knapp. Es war so knapp eigentlich. Gut. Starte ein neues Projekt. Wir produzieren eine Fortsetzung von Night Creatures, aber diesmal für... Huch! Für das hier. Was soll denn das heißen? Weiß ich gar nicht. Night Creatures. Kann ich jetzt... Ach so, okay, das ist egal dann. Okay, das ist egal. Night Creatures 2. Midnight. Night Creatures 2 Midnight. Das ist der Titel. Die Geschichte... Ups, ich bin gegen das Mikro gekommen. Es tut mir leid. Beziehungsweise gegen den Tisch. Und dadurch hat das Mikro jetzt wahrscheinlich nicht so die schönsten Geräusche gehabt. Wow, 20.000 Einheiten davon schon verkauft. 3.300 Fans. Oh, das Spiel geht gerade so durch die Decke. Oh Mann, ich habe nichts dran verdient, wirklich. Also das zum Beispiel, wenn ich jetzt wenigstens noch
an den Verkäufen beteiligt werden würde, dann würde ich ja wenigstens so noch ein bisschen Geld machen. Und nicht alles Geld nur der Publisher. Also das ist ärgerlich. Das ist echt kacke. Da habe ich mal einen echten Hit. Ups, Entschuldigung, kleine Hicks. Da habe ich einen echten Hit mal geleistet und dann so eine Sache. Night Creatures 2 Midnight handelt davon, dass die Welt natürlich aufgebrochen ist. Das heißt, die alten Strukturen wie Night Creatures sind nicht mehr, denn unser Held ist erfolgreich gewesen. Das Spiel spielt jetzt 12 Jahre später, also wirklich ein Dutzend Jahre später, 12 Jahre später. Die Welt ist auch, die Strukturen sind aufgebrochen und die Night Creatures und die Menschen haben quasi versucht, so eine Koexistenz aufzubauen. Aber es ist jetzt so, dass die Menschen jetzt wieder frei und sie ihre Strukturen aufbauend, es dort eine Organisation gibt, die sich zusammengeschlossen hat, die jetzt quasi den Night Creatures versucht, den Kampf anzusagen. Und der Held von damals, der Rebell, der sich gegen die Obrigkeit der Vampire aufgelehnt hat, der ist verschwunden. Er war der Anführer der Nachtkreaturen, der Night Creatures, der Vampire. Und wir sind jetzt quasi einer seiner engsten Verbündeten von früher noch. In seine Rolle schlüpfen wir und versuchen herauszufinden, wo unser Kamerad abgeblieben ist. Und andererseits versuchen wir natürlich auch noch diese Menschen-Untergrund-Organisation zu bezwingen, bevor der Frieden zwischen Vampiren und Menschen zu kippen droht und womöglich ein Krieg ausbricht, der nicht ausbrechen sollte. So, dieses Spiel kommt in so Pseudo-3D-Grafik vielleicht. So in 2D-Grafik. Ah, könnte ich ja mal versuchen. Wobei, wenn ich grafisch natürlich einen Schritt zurückgehe, wäre das vielleicht nicht so unbedingt. 3D-Grafik, soweit sie halt auf dem NES möglich ist. So. Zack, wie zuletzt teile ich meine Leute an. Und keiner ist, glaube ich, wirklich viel besser geworden. Deshalb kann ich, glaube ich, da ruhig so Spieltag, Cheats einbauen. Kann ich das, glaube ich, ruhig so lassen. Jawohl, zack. So. Das habe ich natürlich, wie gesagt, meine Lektion vom letzten Mal gelernt. Was ist denn wichtig? Level Design, UI, Game Writing, World Design. Level Design, UI, Game Writing, World Design. Game Writing, World Design, UI, Level Design wäre auch noch wichtig. Level Design. So. Die Grafiken waren tatsächlich mal ausnahmsweise nicht so wichtig, sehe ich gerade. Okay. Gameplay war gut so. Ich müsste natürlich jetzt fürs Level-Design noch ein bisschen. Die Grafik kann dann hier ein bisschen runter und dann gehe ich auf Level-Design noch. Und würde es auf die Weise mal versuchen. Ich würde es dann auf die Weise mal versuchen. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob ich irgendwo noch. Das Gameplay war halt so ganz gut. Die AI war auch eigentlich einigermaßen zufriedenstellend. Sound mit 7. Gucke ich mal, ob ich gleich da noch ein bisschen was abzwacken kann. Natürlich Content Design und Scripting. Das Scripting ist natürlich, da reicht das hier. Sound Design, der Sound, okay, ist natürlich, ja, verständlich. Das ist wichtig für ein Rollenspiel. Word Design, Scripting. Das Level Design. Vielleicht das UI Design noch verbessern. Das könnte halt jetzt natürlich dann auch noch ganz wichtig werden. So. Versuchen wir es doch mal. Ich versuche es jetzt hiermit mal. Night Creatures 2 Midnight. Und wenn es ein Flop wird, kann ich es ja ganz schnell vom Markt wegnehmen. Was? Gewalt so hoch? Seid ihr. Sag mal, hat euch einer ins Hirn gepupert? So, da stecke ich natürlich auch wieder ordentlich Geld rein. 50.000 tatsächlich. Übersetzungen. Alle. Ja, genau. Ah, je nachdem für welches Land ist das auch immer ganz wichtig. Die Gewalt wird Team sein, die vulgäre Sprache wird so und der erotische Inhalt, ja doch, so dann, soll halt mehr Leute, sollen dann natürlich, obwohl es so ein ernstes Spiel
Spiel schon sein, eigentlich, ne? Aber macht die Gewalt es dann auch wirklich ernster? Ich weiß ja nicht. Dann kann ich auch noch ein bisschen. Ne, die Erotik ist dann schon wieder zu hoch. Okay. Versuchen wir es mal, versuchen wir es mal. Mehr als alles falsch machen kann ich ja nicht. Von daher. Und danach schicke ich mal meine Leute in den Urlaub. Hoch, hoch, hoch. Was passiert denn da alles? Zeitreisenspiel, Trend ist vorbei. Trend für Stadtspiele, okay. Spiel des Jahrespreis steht an. Wir sind hier einmal mit Nintendo Allstars natürlich mit in den Top-Rängen. Aber es gibt immer noch welche, die halt besser waren. Mal schauen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, man munkelt es nur. Ah, Real. Infogames hat den Spiel des Jahrespreis gewonnen 1989 für sein RPG-Spiel Real. Okay. So, Samuel Cook. Alles lief gut. Ich war tief in meiner Arbeit versunken. Dann kamst du herein und fragtest, ob ich an was anderem arbeiten kann. Ich brauche wirklich ein Büro mit einer Tür. Kosten würde es 3000. Naja, gut soll er sein. Sein Büro mit einer Tür kriegen. So, 1989 hat am Ende Jahresergebnis. Das ist aber mehr als nur 15.000 minus. Das sind 134.000 minus. Oh, shit. Shit, shit, shit. Oh, nicht so gut. Nicht so gut. Hoch. So. Gamers Convention. Ich könnte natürlich schon mal Nate Creatures 2 vorstellen. Oh ne, ich versuche mal nur wieder Fans zu gewinnen. Zack. So, normaler Speed. Mache ich mal kurz Pause, weil jetzt will ich mal angucken. Hier gibt es keine Tür. Samuel Cook hat auch keine Tür. Nö. Keine Türen. 77 Fans haben wir gewonnen. 330 Besucher hatten wir auf unserer Messe. Oder auf unserem Messestand, besser gesagt. Oh, so viele Fans. Ich darf die nicht verlieren. Night Creatures 2 darf kein Flop werden. Ah. Und dann muss ich ganz schnell Leute in Urlaub schicken und dann ganz schnell einen Publisher-Auftrag annehmen und den. Oh Gott, Leute, das könnte jetzt echt, das könnte haarig werden. Habe ich mich hier übernommen? Habe ich hier wieder zu schnell Wachstum versucht zu erzielen? So, Night Creatures 2, Midnight. Das sieht gut aus. Es sieht tatsächlich so richtig stylisch aus. Das gefällt mir. Nehme ich so.